Hey, wait! Hey Leute, hier ist wieder euer HD und willkommen zur Demo von Final Fantasy 15, 15 oder wie ihr es auch gerne nennen möchtet. Ich weiß, es ist schwer zu glauben, dass hierzu noch ein Video von mir kommt, wenn man bedenkt, wie zurzeit Final Fantasy 13, 2 und Final Fantasy Lightning Returns gerade stehen. Aber wir können darüber sprechen, während wir hier die Demo spielen. Warum wir eher weniger über diese Demo hier sprechen werden, ist das, weil ich kann kein Deutsch irgendwie momentan. Hier ist viel herumgelaufen erstmal für den Anfang, bevor etwas Action passiert. Also passt das perfekt zusammen. Also während wir jetzt über die anderen Themen quatschen, können wir diese Atmosphäre hier genießen. Als allererstes, ich besitze keine PS4, diese ist nur geliehen. Und zwar von Ilhan und Sinan. Oder Ehan und Sinan. Ihr kennt Ilhan aus den Smash Bros. Episoden. Die werde ich hier mal kurz dann anzeigen lassen. Und Sinan werdet ihr, glaube ich, noch kennenlernen. Oder ihr kennt ihn schon. Beziehungsweise ist es abhängig davon, wie schnell ich mein Smash Bros. Rohmaterial-Dateien verarbeite. Weil wir erst vor ungefähr 1 bis 2 Wochen eine Session hatten, so ein Spieleabend. Ja, genau. Die beiden waren so nett und haben mir ihre PS4 ausgeliehen. Ich glaube, die haben sogar 2 PS4. Konsolen und die von Sinan habe ich gekriegt und über Kabel von Ilhan, also so ein eine gemischte Sache. Achso ja, der gute Schlange und Benito, der hat mir seinen Account geliehen, damit ich das Spiel hier runterladen kann und somit haben mir diese drei netten Herren geholfen, dieses Video zu erstellen oder zu ermöglichen. Ja, jetzt kommen wir jetzt, glaube ich, zum ersten Teil, wo ein bisschen Action auftaucht. Und zwar die Kampfszene. Wenn das jetzt erledigt ist, können wir ja dann weiter quatschen. Ups, falscher Dingens. Ich hätte gerade lesen sollen. Nein. Wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. So. Das ist unser Waffeninventar. Mit dem D-Pad können wir dann entscheiden, welche Waffe wir aussuchen wollen. Ja, hier haben wir einmal ein Spielzeugschwert und Gummi, aber wird wahrscheinlich im richtigen Spiel besser werden als das hier. Zum Angreifen reicht es einfach, Kreis zu halten. Hier steht mal. Ich stehe für den Defensivmodus Quadrat halten, aber da beim Kreis hätten sie es auch hinschreiben können, in Klammern, dass man das auch halten kann. So, der Defensivmodus heißt nur, dass man weniger verliert. Dass man was verliert, ist noch sicher. Vielleicht hier? Okay. Ich folge dir schon, Kleiner. Man kann, während man... Oh, ist schade, ich kann nicht angreifen, da hier keine Gegner sind. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Irgendwo in der Traumwelt hat sich etwas getan. Achso, ja, das ist hier am See. Kommen wir zurück zum PlayStation 4 Thema. Ich besitze keine. Aber das Spiel kommt ja am 30.09. raus. Bis dorthin werde ich mir natürlich eine besorgen. Warum ich mir hier noch keine besorgt habe. Für mich gab es kein Spiel, das mich so richtig angesprochen hat, dass ich mir eine besorge. Und als sie neu rauskam, hat sie ja, glaube ich, 400 gekostet, 5 oder 500, ich weiß nicht mehr so genau. Und das war ein bisschen teuer, für mich ein bisschen teuer. Vor ein paar Wochen habe ich ein Angebot gesehen, wo waren das, in welchem Laden, im Saturn? Glaube ich, dass 300 € eine PS4 mit 1 Terabyte Festplatte und 2 Controllern. Ich habe es aber nicht geschafft, es war zu schnell weg. Aber wie dem auch sei, bis zum 30.09. ist genug Zeit.
Bis dorthin werde ich natürlich eine finden. Und falls es kein gutes Angebot gibt, schnappe ich mir einfach irgendeine. Nur wegen Final Fantasy 15. Oder 15. Ich entscheide mich dann noch, wie ich das nennen werde. So, Feuerwerk. Rüste die Zauberbomben im Feuerwerk aus und halte gedrückt und ziehe. Alles klar. So, rüsten wir die mal aus. Die packen wir unten aufs untere D-Pad. Mal testen. Ich wollte das nicht schmeißen. Die brauche ich noch später. Aber egal. Der Schalter ist gesperrt. Warum? Warum ist er gesperrt? Was man noch machen kann hier in dem Spiel. Also in der Demo zumindest. Die Schalter hatten, wie ihr gesehen habt, andere Effekte. Einer hat die Zeit beschleunigt, der andere... Ja, ich habe schon längst vergessen, was die anderen getan haben. Infos gegeben, genau. Und das hier, dieser Schalter. So eine Art Verwandlungsschalter oder... Ihr verwandelt mich halt. So. Man kann damit wandeln. Es gibt noch andere Schalter, die eine andere Verwandlung hervorrufen. Aber die werden wir noch kennenlernen. Tut mir leid, mein Kleiner, dass ich nicht lese, was du hier mir sagst. Das Problem ist, ich habe die Demo schon einmal gespielt und ich weiß schon, was zu tun ist. Ich will mich erstmal zurückverwandeln. Das brauche ich nicht mehr. Ich weiß, mein Kleiner. Lass mich bitte... Danke. So. Lass mal sehen. Dort haben wir Gegner. Perfekt. Jetzt kann ich das mit dem Kämpfen ein bisschen erklären. Man kann den Kreisknopf gedrückt halten. Und man greift dann halt mit der Waffe an, die gerade angewählt ist mit dem D-Pad. Man kann mitten in den Attacken auch einfach die Waffe ändern. Aber wie ihr hier seht, macht das Spielzeugschwert eine Kombo. Was ist denn hier passiert? Hat mich getroffen. Eine Art Kombo-Attacke. Und mit dem Hammer ist es immer nur ein Hieb. Also kann man das dann variieren. Und man sieht auch, dass der Hammer um einiges mehr abzieht. Und wo kommen die denn her? Ah, wie es aussieht, habe ich sogar zwei erwischt. Die Reichweite ist ein bisschen schwach. Ich weiß noch nicht, ob es hier ein Erfahrungssystem geben wird. Aber das werden wir dann im richtigen Spiel alles kennenlernen. Zurzeit gibt es nur Herumgekloppe. Herumgelaufe und Herumgekloppe. So ein großer Unterschied ist da auch nicht zwischen dem Sprinten und Laufen. Ja, die können wir ignorieren. Ich glaube, diese rote Linie dort oben ist. Wie nennt sich das nochmal? Wenn die Gegner auf uns aufmerksam werden. Die Demo ist leider nicht so lang, wie ich es mir gerne erhofft hätte. Aber ich meckere nicht. Ich freue mich schon, dass ich dieses bisschen spielen kann. Oder in der Lage bin, dazu das zu spielen. Durch die Hilfe von meinen drei Freunden, die so nett waren, ja, die wirklich, wirklich nett waren und mir das ermöglicht haben. Komm schon, ein bisschen schneller, könntest du doch laden. Sind wir schon soweit? Ja, nein, oh, das dauert noch ein bisschen. Hier sind noch in der Gegend ein paar Schalter, die ein paar andere Verwandlungen hervorrufen. Na, wo haben wir denn? Ah, hier ist einer. Ah, ein Schalter, der das Wetter verändert. Von regnerisch auf sonnig. Kann ich das nochmal ändern? Bewölkt. Ah, da sind sie. Ah, funktioniert doch. Ich weiß noch nicht, was für Effekt nicht. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, Effekte
die das Wetter hat oder ob es... Oh, was haben wir hier? Was ist das? Sieht doch... Giraffe... Eine Mischung aus Giraffe, Tiger und... Elch? Achso, mit Kreis angreifen. Falscher Knopf. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das Wetter bestimmte Ereignisse beeinflusst. Und, das soll heißen, dass man bestimmt, was ich damit überhaupt meine, ist, dass man bestimmte Sachen nur freischalten kann, wenn man ein bestimmtes Wetter hat. Ah. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade eine Menge Müll quatsche, weil es ist, weil es ziemlich lange her ist, dass ich alleine was aufgenommen habe. Mit Freunden habe ich natürlich zusammen was aufgenommen, und zwar die Smash Bros. Episoden. Oh, was haben wir denn hier? Oh, die Verwandlung kenne ich ja noch gar nicht. Ich erinnere mich nur daran, dass hier ein Schalter war, wo ich mich in so einer riesiges, dickes Meerschweinchen verwandelt habe. Ich hoffe, ich finde den Schalter. Aber ich glaube, so wichtig ist das auch nicht, dass ich euch das jetzt zeige. Nur, dass ihr wisst, hier sind Schalter oder bestimmte Button, wo man sich verwandeln kann. Die Kämpfe sind eigentlich auch nicht wirklich so jetzt Bedeutung. Das will ich auch nicht. Das Wetter schon wieder. Hier irgendwo war doch ein Schalter. Hm. Wahrscheinlich kommt er später. Hier müsste irgendwo ein Schalter sein, wo ich eine neue Waffe kriege. Beziehungsweise, ich glaube, das ist ein neuer Hammer gewesen. Ja, mehr als gelaufen gibt es hier jetzt momentan noch nicht. Eine Sache gibt es noch, die ich bei meinem ersten Durchgang... der verpatzt habe. Also, was heißt hier verpatzt? Es wurde mir erklärt, aber ich habe es falsch ausgeführt. Und ich hoffe, dass ich das diesmal richtig hinkriege. Das ist momentan mein zweiter Anlauf. Oh Mann. Ah, zum Glück geht er nicht so lang. So. Ich kann mich leider nicht bewegen. Du quatsch noch. Endlich. Ah, da sind zwei Schalter. Ja, dieses ist dein Zuhause, dein Korb. Oh, du Gemeiner. War nicht auf diesem Feld der Kampf gegen den Behemoth? In deinen Träumen bist du der König. Oh, 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 oh. Ah, jetzt wird's interessanter. So, erstmal weglaufen. Hat mich getroffen. Nein. Das, komm schon. Lass mich erstmal in Ruhe. Ich will erstmal testen. Ha. Oh. Ich hätte die Kamera drehen sollen. Ich möchte erstmal nur sehen. Ach, ich habe den Button verpasst. Wo der stärkere Hammer sein sollte. So, kommen wir zum Kämpfen. Man kann die Umgebung auch gegen den Gegner benutzen. Zum Beispiel, wie ihr seht, das kann er erstmal von Weiche machen. Da passiert nichts, da ein Hindernis zwischen uns beiden ist. Hier sind Explosivkanister. Oh, ich hab hier was. Warum hab ich denn das denn bitte?
hat wohl nicht funktioniert, das ist auch ausreichend. Aha, das ist mein Feuerwerk. Hat auch nicht funktioniert. Dann machen wir es anders. Ich gehe jetzt nicht auf ihn los, weil ich noch ein paar Sachen testen möchte, beziehungsweise euch zeigen will. Wie es aussieht, ist der Bereich global von seiner Attacke. Warum? Ich drücke die ganze Zeit Kreis, der will es aber nicht werfen. Achso, weil ich keine habe. So sieht das wohl aus. Warum habe ich keine? Ich habe nur ein einziges benutzt. Okay. Ich bin ein bisschen langsam bei der Sache, aber dann können wir ihn eben bekämpfen. Was soll das jetzt? Ah, meine Warp-Fähigkeit. Also gut. Testen wir die mal. Das war das, was ich verpatzt habe letztens. Das ist wohl eine bessere Ausweichattacke. Oder Ausweichmöglichkeit. Ha! Ja, komm schon. Jetzt gehen wir in die Offensive. Das war richtig schlecht. Und womit hilfst du mir jetzt? Ah, die Königswaffe. Was das ist, das könnt ihr als, können wir es am besten erklären, als Devil Trigger sehen aus den Devil May Cry Folgen. Was heißt hier Folgen? Aus dem Spiel. Er soll erstmal nur einmal angreifen, dann aktiviere ich das. Das sieht ihn nicht. In diesem Modus dreht unser Charakter völlig durch und da braucht man nur Kreis halten und er stirbt. Mehr tue ich jetzt auch nicht. Ich habe nicht mal die Waffe gewechselt. Großartig, Noct. Du hast es geschafft. Ah. Ja, okay, ich wach gleich auf. Ich will nur noch ein paar Sachen hier bequatschen und dann können wir aufwachen. Wieso habe ich jetzt auf einmal einen neuen Feuerwerkskörper? Was ich machen wollte ist das hier. Warum fliegt das nicht in die Luft? Letztens ist es in die Luft geflogen. Wow. Ich weiß nicht, wieso das jetzt nicht funktioniert. Oder war das nur ein schlechter Kanister? Kann ich dagegen hauen? Nee. Ja doch. Nee, passiert nichts. Man würde denken, wenn man so ein Symbol drauf sieht, dass das explosiv ist. Ah, in Kindermodus kann ich nicht warpen. Auch gut zu wissen. Und der hat meine Waffen, wie ich das sortiert habe, hat er auch geändert. Oh, mein Kleiner, geht's dir gut? Wurde gerade heftig getroffen am Anfang. Oh, das Ding ist auch richtig süß. Wie hieß das nochmal? Es war auch in den anderen Final Fantasy Teilen. Ich glaube, 8 war das. Karfunkel. Ja, ein Karfunkel war das. Mann, ich möchte auch so einen haben. Aber wie dem auch sei, wir können die Demo hier beenden. Das Portal in Wirklichkeit aktivieren. Und die Geschichte dadurch abschließen. Oh, was ich vergessen habe zu erwähnen, bevor wir das beenden. Tut mir leid, wenn ich so viel quatsche, aber es ist lange her, dass ich was alleine aufgenommen habe. Und ich möchte noch ein etwas über Final Fantasy, Spiele, die noch offen sind, bequatschen. Und zwar 13.2 ist noch offen. Da bin ich ja noch auf der Fragmentenjagd, um die 100% zu erreichen. Das wird noch gemacht.
Und danach kommt natürlich Lightning Returns. So wie es aussieht, werde ich viel Spaß an diesem Spiel haben. 100% bin ich sehr zuversichtlich, wenn da jetzt nicht irgendwelche Achievements dabei sind, die richtig dreckig sind, die einen nur Zeit verschwenden. Bei Lightning Returns weiß ich nur nicht, ob es 100% sein werden. Ich habe es ein bisschen angespielt. Lasst mich nicht lügen, vielleicht 3 bis 5 Stunden. Könnte auch vielleicht ein bisschen mehr sein und es hat mir nicht so. Es hat mir gefallen, aber nicht so sehr, wie ich mit 13 Spaß hatte. Es kann sein, dass ich Lightning Returns zu 100% spielen werde. In ferner Zukunft vielleicht. Wenn ich irgendwann mal Lust dazu kriege, wieder Final Fantasy zu spielen, beziehungsweise Lightning Returns. Also dann. Nanu, das Auto deines Vaters, da drin fühlst du dich als am geborgensten, weil du dort immer bei deinem Vater sein kannst. Oh, wie süß. Es warten schon alle ungeduldig auf dich. Thanks. See you. Wusste ich's doch, Karfunkel. Dieses Geräusch, das ihr gerade gehört habt, war ein Schnipsen. So schreiben wir auch deinen Namen. Kar. Oh! Kar. Nicht Karfreitag, Karfunkel. Ey! Habe ich's richtig geschrieben? egal. Heißt dein Begleiter wirklich Karfunkel? Ja, so heißt er. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Ende der Platinum-Demo erreicht. Nox. Bruchstückhafte Traumwelt ist jedoch nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was dich wirklich erwartet. In Final Fantasy 15, so nenne ich das ab jetzt, wirst du dich mit einem erwachsenen Noctis und seinen Freunden auf eine Reise durch eine weitläufige und lebendige Welt begeben. Das ganze Final Fantasy 15 Team, einschließlich deines putzigen Begleiters, freut sich darauf, dich bald wiederzusehen. Bis bald. Oh, und Chocobo. Möchtest du das jetzt erwähnen? Nein, jetzt doch noch nicht. Ich brauche erstmal eine PlayStation 4 für sowas. Also dann, Leute. Oh. Es kommen noch Final Fantasy 13-2 Episoden, bis ich das durch habe, die 100%. Und danach kommt Lightning Returns. Also dann.